Die Rhein-Mosel-Halle in Koblenz am Morgen der großen Meisterfeier der Handwerkskammer Koblenz. 645 Handwerkerinnen und Handwerker, ihre Familien und Freunde waren aus allen Teilen der Bundesrepublik zur feierlichen Übergabe der Meisterbriefe in Koblenz angereist und erlebten eine Feier der Superlative, die durch das Heeresmusikkorps 300 unter der Leitung von Oberstleutnant Robert Kuckertz musikalisch umrahmt und eröffnet wurde. 1500 Gäste, darunter Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Bildung, Bundeswehr und Gesellschaft, wurden durch SWR-Moderator Holger Wienpal begrüßt, der souverän, locker und unterhaltsam durch die zweistündige Feier führte und zunächst HWK-Präsident Werner Wittlich für seine einleitenden Worte auf die Bühne bat. In persönlichen Worten erinnerte sich der gelernte Elektroinstallateur an die Jahre seiner Ausbildung und Meisterfeier und sprach der jüngsten Meistergeneration ein großes Kompliment aus. Die Ansprüche seien mit fortschreitender technischer Entwicklung ständig gestiegen, was die Rolle des Meisterbriefes gestärkt hat. Denn er war und ist immer das Qualitätssiegel seiner Zeit. Ich glaube, dass der Meisterbrief nach wie vor seine Berechtigung hat, dass der zunehmend bei Kundschaft, aber auch bei denjenigen, die die Prüfungen ablegen, als Qualitätsmerkmal gesehen wird und eben als Krönung der handwerklichen Ausbildung. Und auch für Julia Klöckner ist der Meisterbrief alternativlos und das Gütesiegel. Der Meisterbrief ist ein Qualitätssiegel, ein Gütesiegel. Und der Meisterbrief ist ja nichts Selbstverständliches. Man stellt sich größeren Herausforderungen und will zeigen, dass man kaufmännisches Wissen hat, dass man sich handwerklich voranbildet und dass man andere auch ausbilden kann. Also heute schon an morgen denken. Und wer den Meisterbrief macht, der hat ein klares Bekenntnis auch zum Standort und zur Qualität hier in Deutschland. Eine deutliche Aussage, die sie als Festrednerin auch vor den Gästen dieser Meisterfeier vortrug. Julia Klöckner sprach der jüngsten Meistergeneration ein großes Kompliment aus, die viel Energie und Zeit investierte und auch Entbehrungen auf sich nahm, um das große Ziel Meisterbrief zu erreichen. Doch die Politikerin sprach nicht nur über Meisterehren und Briefe, sie ließ es sich auch nicht nehmen, die 22 Besten ihres Handwerks auf der Bühne auszuzeichnen und ihnen den großen Befähigungsnachweis zusammen mit Werner Wittlich und HWK-Hauptgeschäftsführer Alexander Baden zu überreichen. Und auch hier fand Julia Klöckner persönliche und herzliche Worte für die jungen Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister. Die drei besten Prüfungsergebnisse wurden mit Geldprämien im Gesamtwert von 3.000 Euro honoriert. Die 22 Besten erhielten außerdem personalisierte Briefmarken. Alle 645 Meister eine Umhängetasche im Design der Bundesimage-Kampagne. Und natürlich ihre Meisterbriefe. Einige der Geehrten wurden sogar im Film vorgestellt. Ich arbeite bei der Firma Continental Tevis und da wird in drei Schichten gearbeitet, rund um die Uhr. Wir arbeiten zwei Schichten im Wechsel, früh und spät, und eine Dauernachtschicht. Ich arbeite auf der Dauernachtschicht und wollte meinen Meisterbrief machen. Und da war für mich nur die Möglichkeit, das in Teilzeit zu machen. Das bedeutet zwei bis dreimal die Woche über in die Schule gehen, nachmittags Schule und abends zur Arbeit dann natürlich. Und jeden Samstag auch in die Schule. Das ist natürlich nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Das ist für die Familie und für mich natürlich eine schwere Zeit gewesen. Aber im Endeffekt hat sich das natürlich gelohnt. Unser Betrieb wurde 1913 von meinem Urgroßvater gegründet, von meinem Großvater und meinem Onkel weitergeführt. Ich habe jetzt zwei Meisterbriefe in den Betrieb übernommen. Wir sind aktuell auf einem Mitarbeiterstamm von 18 Personen. Da haben wir uns auch die letzten zwei Jahre gut gehalten. Von den 18 Angestellten sind 5 Auszubildende in 3 Ausbildungsberufen. Wir machen viele Fahrzeugaufbauten, machen Unfallinstandsetzungen, machen Lackierungen für unsere eigenen Fahrzeuge, auch Lohnlackierungen
und aber auch Oldtimer Restauration. Ich bin hier zwar als einzige Frau, das auch schon von Beginn der Ausbildung im Prinzip immer. Die Jungs sind natürlich nett, wie mit jedem anderen Kollegen allerdings aber auch. Also da ist da keine Sonderstellung oder so. Also das ist alles ganz normal. Ganz normal ist auch, dass die Handwerkskammer die Hauptakteure dieses Tages nach dem Festakt in lockerer Runde ans Buffet einlädt und bei einem Glas Sekt oder Limo auf die Meisterehre angestoßen wird. Stimmen der Jungmeister zur Feier wie auch zu Plänen mit dem Meisterbrief. Ich fand die Feier schön, die war angemessen. Und in unserer Familie ist das jetzt der dritte Brief, der ist für mich aus dritter Generation und ist mir dahergehend sehr viel wert. Ich komme von Münzing, von der Schwäbischen Alb. Ja, es war ein langer Anfahrtsweg, auch bei dem Wetter, aber die Feier ist schön, alle mal wiedersehen. Ja, macht Spaß. Hat sich gelohnt. Ich bin überglücklich natürlich, dass ich das geschafft habe und als Jahrgangsbeste natürlich in meinem Fach. Super, ich freue mich sehr. Tolle Leute, da weiß man, da ist was los, da ist Kraft hier hinten dran und vor allen Dingen Fachwissen. Ich bin sehr heiter. Dieser Sonntag hat so gut begonnen. Man merkt, dass die kommende Generation Wissensdurst hat, sich Prüfungen stellt. Und so ist auch Deutschland, so ist Rheinland-Pfalz geprägt. Ohne Handwerk kämen wir gar nicht voran. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hier. Mir hat die Feier ganz hervorragend gefallen, organisatorisch. Das war alles prima. Das Ambiente hat gestimmt und ich denke, die Absolventen unserer Kurse haben auch einen solch würdigen Rahmen verdient. Und mich erfüllt das eigentlich mit Stolz, dass man sagen kann, wir sind eine starke Kammer, die 645 Absolventen zur Meisterprüfung führt. Und deshalb können wir auch mit großer Zuversicht in die Zukunft blicken. Die gestalten die Absolventen des Meisterjahrganges 2013 bereits aktiv. Und auch für sie wird in einem Jahr eine großartige Feier ausgerichtet. Versprochen.